Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Gerne möchten wir Sie über das aktuelle Weltgeschehen informieren und dieses heute Abend von einer etwas anderen Seite beleuchten. Im Westen wird Michail Khodorkovsky als Freiheitsheld und Gerechtigkeitskämpfer hochgejubelt, der ungerechterweise wegen seiner Kritik an Putin und dem Kreml einen Scheinprozess erhielt. Doch wer ist er wirklich? Khodorkovsky, ein Russe mit jüdischen Wurzeln, nutzte die Privilegien der kommunistischen Jugendorganisation Komsomol und wurde durch unlautere Tauschgeschäfte rasch reich. 1990 gründete er die Bank Minatep, deren Hauptaufgabe die Privatisierung großer Staatsunternehmen und später die Verwaltung von 600 Millionen Dollar des Finanzministeriums war. Anlässlich einer Auktion durch die Menatep Bank kaufte Khodorkovsky als einziger Bieter den staatlichen Ölkonzern Yukos für einen Bruchteil seines Wertes. Dadurch wurde er zum reichsten und einflussreichsten Mann Russlands. Sein Ziel war, die russischen Ölgeschäfte in die Hände der westlichen jüdischen Finanzelite zu spielen. Putin verhinderte jedoch, dass Rockefellers Ölgigant Exxon 40% von Yukos Oil übernehmen konnte. Stattdessen wurde Khodorkovsky verhaftet wegen schweren Betrugs, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Wegen seinen Beziehungen zu den mächtigsten Menschen der Welt und zu PR-Agenturen ist er aber schon wieder auf freiem Fuß und fit für neue Untaten. Hier ein Zitat von ihm aus dem Jahre 1993, das uns zum Nachdenken anregen sollte. Wir wollen nicht verbergen, dass wir beseelt sind vom Reichtum. Unsere Ziele sind klar, die Aufgaben festgelegt. Wir wollen Milliardäre werden. Unser Kompass ist der Gewinn. Unser Idol ist Ihre Majestät, das Kapital. Raymond Baker, Leiter von Global Financial Integrity in Washington, D.C., bezeichnet das Offshore-System als hässlichstes Kapitel der Weltwirtschaft seit der Sklaverei. Und der mexikanische Präsident José López Portillo hat 1982 gesagt, dass die Privatbanken mehr Geld aus dem Land getragen haben als die Kolonialreiche, die uns seit Menschengedenken ausgebeutet haben. Brasilianische und argentinische Dollaranleihen hatten damals eine Rendite von fast 45%. Das Vermögen der Zeichner konnte sich so in weniger als 2 Jahren verdoppeln. Gläubiger der Dollarschulden Brasiliens und Argentiniens waren zum großen Teil Brasilianer und Argentinier, die diese Anleihe über die City of London Offshore gezeichnet hatten. Henwies aus der ganzen Welt nutzen diese Schlupflöcher. Henwies steht für High Net Worth Individuals, Personen mit einem hohen Nettovermögen. Und sie benutzen sie als gigantische Waschmaschine für kriminelles Geld. Mit Anspielung auf die 300.000 Russen, die in London leben, wird auch von London-Grad gesprochen. Die Domestic Rule Großbritanniens erlaubt es, im Land zu wohnen, aber nicht dort domiziliert zu sein und deshalb keine Steuern zu zahlen. 60.000 Non-Doms leben in Großbritannien, unter ihnen der indische Stahlmagnat Lakshmi Mittal, russische Oligarchen, saudische Prinzen, griechische Reeder und der in Sussex geborene Baron Michael Anthony Ashcroft, Mitglied des britischen Oberhauses, stellvertretender Vorsitzender der regierenden Conservative Party und Schatzmeister der International Democratic Union. Steuerlich ist er mittelamerikanischen Belize domiziliert, der früheren Kolonie British Honduras. Von Piraten geplünderte Staaten. Das Offshore-System erschwert die Regulierungsbemühungen der Staaten, weil es als Fluchtburg dient, wenn nationale oder auch internationale Regelungen dem Kapital missfallen. Es zersetzt auch mehr und mehr die reale Onshore-Wirtschaft. Die Offshore-Welt ist von Piraten, die die Festländer erpressen. Dazu gibt es viele Instrumente. Ein Unternehmen nimmt zum Beispiel einen Offshore-Kredit auf, die Kosten dafür mindern im Inland die Steuern. Private-Equity-Firmen gelingt es so, Unternehmensübernahmen mit Kredit zu finanzieren, die Schulden den übernommenen Opfern aufzubürden und die Gewinne aus der Finanzierung offshore und anonym zu kassieren. Im Fachjargon ein Leverage Buyout, eine mit Fremdkapital gehebelte Firmenübernahme. Fast 90% aller internationalen Kredite werden von Offshore-Banken vergeben. Sie sind das, was in der öffentlichen Diskussion immer ehrfurchtsvoll mit die Märkte umschrieben wird. Alle Welt zittert vor ihnen
Unsere Politiker und ihre Berater bekunden immer wieder untertänig, dass wir diese Märkte nicht verunsichern dürfen. Ein weiteres Instrument ist das sogenannte Reinvoicing. Ein Händler in der City kauft Öl für 250 Millionen Dollar, zum Beispiel aus Angola. Der angolanische Geschäftspartner berechnet dafür aber 300 Millionen Dollar und leitet 50 Millionen auf ein offshore verwaltetes Privatkonto weiter. Global Financial Integrity schätzt, dass Entwicklungsländern durch Reinvoicing jährlich etwa 100 Milliarden Dollar an die Offshore-Welt verloren gehen. Es wird geschätzt, dass auf jeden Dollar ausländischer Entwicklungshilfe 10 Dollar illegal in Offshore-Finanzzentren abfließen. Der erste Schritt dieser Plünderung: Die Banken der City of London geben Entwicklungsländern Kredite in einer Größenordnung, die sie mit einer wenig entwickelten Infrastruktur gar nicht aufnehmen können. Der zweite Schritt: Die Experten der City zeigen den Führern dieser Länder, wie sie den Reichtum auf ihre privaten Offshore-Konten schmuggeln können. Der dritte Schritt: Die City veranlasst den Internationalen Währungsfonds, die Staaten zu zwingen, die Schulden auch zu bedienen. Meine Damen und Herren, gleich anschließend zum aktuellen Weltgeschehen berichten wir aus dem Studio St. Gallen über einige Hintergrundberichte über den Irak und Libyen. Alexander Lukaschenko, der ehemalige Präsident von Weißrussland, im Interview mit dem britischen BBC am 9. Oktober 2012. Lukaschenko berichtet: Vor dem Irakkrieg kamen Botschafter aus den USA zu mir und baten mich darum, öffentlich auszusagen, dass der Irak angeblich nukleare Waffen besitze. Sie haben mir für diese Aussage über den Irak angeboten, die westliche Propaganda gegen Weißrussland einzustellen, Investitionen nach Weißrussland einzuleiten etc. Ich habe ihnen Nein gesagt. Dazu der Journalist: Sie meinen, Amerikaner wollten, dass sie über den Irak lügen? Lukaschenko antwortet: Ja, natürlich. Aber ich antwortete damals den Amerikanern: Ich kann das nicht tun, weil ich genau weiß, dass der Irak keine Massenvernichtungswaffen hat. Saddam Hussein war bereit, den Amerikanern alle Orte im Irak zu zeigen, wo angeblich Massenvernichtungswaffen produziert oder gelagert werden sollten. Dasselbe auch mit Libyen. Warum hat man Libyen niedergebombt? Warum hat Sarkozy damit gemacht? Naja, Sarkozy ist Zionist und Ex-Mossad-Agent. Was will man da anderes erwarten? Erschrecken Sie diese Aussagen? Dann lassen wir diese nicht länger unter den Tisch fallen. Lassen Sie uns alles daran setzen, solche Informationen, die wir so nicht zu hören bekommen, weiter zu verbreiten und unters Volk zu bringen. Sehr geehrte Damen und Herren, am Montag, den 7. April diesen Jahres, jährte sich der Völkermord in Ruanda zum 20. Mal. 1994 wurden in Ruanda binnen 100 Tagen fast 1 Million Menschen der Tutsi-Minderheit vom Mehrheitsvolk der Hutu getötet. Am Dienstag gedachte der Deutsche Bundestag des Genozids in einer fast zweistündigen Gedenkstunde. Quer durch alle Fraktionen forderten die Redner, entschiedener gegen Menschenrechtsverletzungen und Völkermorde vorzugehen. Ob der Bundestag und seine Mitglieder allerdings wirklich etwas aus den Umständen gelernt haben, die damals zum Völkermord führten, darf jedoch bezweifelt werden. Denn die Tatsache, dass offiziellen Berichten zufolge der Massenmord über Wochen und Monaten von den Medien in Ruanda angestachelt wurde, fand wenig Beachtung. Im Gegenteil, die Massenmedien genießen auch hierzulande weiterhin eine geradezu unglaubliche Freiheit. Sie können quasi nach Belieben Völker und Volksgruppen gegeneinander aufhetzen und damit Kriege, Bürgerkriege oder wie in Ruanda geschehen, einen Genozid anzetteln. Denn die verantwortlichen Medienvertreter müssen nicht damit rechnen, im Nachhinein zur Rechenschaft gezogen zu werden. Diese Narrenfreiheit der Medien wird zum Beispiel auch in der aktuellen Berichterstattung der westlichen Medien über die Rolle Putins in der Ukraine-Krise offenbar. Der russische Staatspräsident wird als machtbesessener Despot dargestellt, dem jedes Mittel zum Ausbau seiner Vorherrschaft recht zu sein scheint. Die öffentliche Diffamierung Putins zielt dabei offensichtlich auf das Wecken einer Kriegsbereitschaft, vor allem in Europa, ab. Zur Erinnerung, die Bevölkerung der Krim hatte sich im März diesen Jahres mit einer überwältigenden Mehrheit von 97% bei einer Wahlbeteiligung von 82% für ihre Unabhängigkeit von der Ukraine entschieden. Das ist Fakt. So sieht gelebte Demokratie aus.
Auch wenn das Demokratieverständnis der USA und der ihr bedingungslos folgenden Massenmedien wenig Platz für eine direkte Mitbestimmung des Volkes lässt. Welche Interessen hingegen die USA mit ihrem Kriegstreiben auf europäischem Boden verfolgen, können Sie dem Medienkommentar Amerikas globale Vorherrschaft in Gefahr vom 10. April diesen Jahres entnehmen. Wollen Sie unsere Aufklärungsarbeit unterstützen? Dann beobachten und dokumentieren auch Sie den Aufbau von Feindbildern durch Politik und Medien. Machen Sie Medienklagemauer TV in Ihrem Umfeld bekannt und helfen Sie mit, dass sich im Volk ein breites Wissen über die wahren Kriegstreiber heranbildet. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.